So, hallo, wir machen weiter bei Bomberman Hero und haben das letzte Mal beschlossen, dass wir doch die Level direkt spielen. Und Grug Hills lasse ich jetzt erstmal noch, wir machen jetzt erstmal Bubble Hole. Ich glaube, da werden wir mehr Erfolg haben, die fehlenden Punkte zu bekommen, die das letzte Mal eben gefehlt haben. Da haben auch 50 Punkte gefehlt, glaube ich. Das müsste auch wieder quasi ein Kristall gewesen sein. So, den da oben brauche ich jetzt noch nicht holen. Na komm, geh kaputt. Geh kaputt. Danke. Ja, der gibt 200. Und einzeln hätten sie auch 200 gegeben. Also jeweils 100. Insofern passt das schon. Die Slimes können sich verbinden. Das hatten wir, habe ich aber erst gemeint, das darf, dürfen sie nicht. Aber doch, das dürfen sie. Das ist gar kein Problem. Da war ein Kristall in der Luft. Hatte ich nur das letzte Mal? Ich hoffe. Die Kisten habe ich hoffentlich auch das letzte Mal zerstört. Okay. So, jetzt müssen wir hier in den Teleporter. Dann kriegen wir hier den Kristall hier oben. So. Das ist ja doch relativ eigentlich wenig sogar, was uns da jetzt noch fehlt. War ich ja während des Let's Plays doch gar nicht mal so schlecht. Eigenlob stinkt, ist mir egal. Jo! Holla die Waldfee. So, weg mit dir. Einmal Crystal. Einmal Teleporter. Und ups. Ich dachte, ich bin woanders und kann da einfach runterspringen. Sorry. Das war eine Fehlinformation. Nein, im Grunde war es gar keine Information. Es war eine Fehleinschätzung. Cheat. Na gut. Alles noch nicht so tragisch. Alles halb so wild. Kriege ich hier eigentlich für beide Kisten 500? Ja. 500 sage ich schon, 50. Aber das tue ich, das ist gut. So. Und für die Blasen kriege ich ja keine Punkte, ne? Das haben wir ja festgestellt. Ja. Kann ich machen, was ich will. Da kriege ich nie Punkte. Gut. Geh weg, Blase. Geh weg. Niemand will dich haben. Niemand will mit dir spielen. So. Okay, das nächste Mal bin ich ein bisschen vorsichtiger in dem Teleporter. Aua. Gehe auch da runter, wo ich runter kann. Was ungefähr. Wirklich. Scheiße. Ich hab's befürchtet. Na gut. Na gut. Was ungefähr hier wäre, wollte ich sagen. Und rüber. Ohne runterfallen diesmal. Es kann auch sein, dass ich so eine Blase ausgelassen habe das letzte Mal. So ein Vieh. Wobei die, glaube ich, ja 100 geben. Ich glaube, es haben 50 Punkte gefehlt. Ich weiß nicht mehr, wie viel. Oder haben 100 Punkte gefehlt? Dann wäre es wirklich so ein Viech gewesen. Naja. Das ist halt blöd bei manchen. Weiß man es immer nicht so recht. So, jetzt. Ah, scheiße. Erstmal den Grünen hier wieder loswerden. Nicht zu nah ran. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Die Explosion. Jo! Fettes Mistvieh. Nein, 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 okay. Puh. So. Ich hab's nicht so ge... Oh Gott. Hilfe. Ich hab's nicht so gemeint. Eigentlich ja doch. So, du stirbst. Da oben brauche ich nicht mehr hoch. Da war nur ein Orb. Die haben wir ja alle. Du stirbst auch. Ich meinte eigentlich den da hinten.
den da hier, genau. So, wir haben wieder volle Feuerkraft. Und rüber! Gut. So, und hier jetzt eben auch alle 6 erwischen. Die Blase gibt 100. Und das Viech selbst gibt auch nochmal 100. Und wenn man da eins auslässt, oder wenn da irgendeins nicht plötzlich gezählt wird, dann ist das halt scheiße. Man weiß es halt nur vorher nie. Da läuft zum Beispiel noch einer rum. Jetzt ist er auch weg. So, das Schild kann ich nehmen und da hinten ist noch so ein Vieh. Ist das jetzt gesamt gestorben oder nur die Blase? Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich habe es. Durch den Teleporter müssen wir jetzt nicht mehr. Ja, diesmal passt's. Da oben sind noch 200 Punkte. 7000, wir haben's. Ah. Das letzte Mal hatten wir da, glaube ich, 6950 oder irgendwie sowas. Trotzdem Sicherheits-Safe-State. Yes. Volle 5 Punkte. Gut. Gut. Die Eiswelt hier am Anfang, also wo man die Eisblume einsetzen muss, die lasse ich jetzt noch. Weil da, ich glaube, da werde ich am ehesten wieder die Punkte verfehlen und das will ich jetzt im Let's Play noch nicht. Wir machen erstmal die anderen. Moment, war jetzt noch eins? Nicht, ne? 5, 5, 5, 5, 5. Sehr schön. Sehr schön, dann waren hier nur noch die. Das eine hier vorne, Magma Dam, das wissen wir, wie gesagt, was der Fehler war. Ich muss halt jetzt nur noch mal vorsichtig durch und jetzt auch wieder nichts auslassen, ne? Das ist ganz klar. Oh, hier kann man perfekt leben. Hier wird ja komplett aufgeladen, sobald man da reingeht. Warum habe ich denn da nicht dran gedacht? Warum habe ich denn da nicht dran gedacht? Ich könnte quasi da reingehen und dann schnell in den Level-Exit. Dann habe ich fast voll Energie. Hier wird man echt gut aufgeladen. Hm. Hätte ich mal dran denken sollen. So, machen wir mal das Ding hier auf. Danke. Habe ich ein Safe-State gesetzt, bevor ich rein bin? Ich setze mal lieber ein Safe-State. So. Falls irgendwas schief geht. Gut. Treffe ich halt nicht. Danke. So. Moment, war da oben was drauf? Nicht, oder? Nein. Okay. Ich meine jetzt auch, mich nicht daran erinnern zu können, dass da was oben drauf gewesen wäre, von daher. Wir bräuchten langsam wieder so ein Aufladeding. Ihh, hier ist eins. Gut. Hier wäre der eine Exit. Da könnte man also wirklich... Da könnte man also wirklich sagen, ich lasse mich aufladen und gehe in den Exit rein. Okay. Dann habe ich hier im Prinzip echt ein Level mit Garantie, dass ich voll Energie habe, wenn ich rausgehe. Eigentlich echt praktisch. So, mach du mal Boom bitte. Schnell. Okay. Ja, und da ist es genauso. Das war knapp. Junge, Junge, Junge. Hier könnte ich auch quasi volle Energie mir holen und dann in den Exit rein. Ah, Mann. Warum bin ich auf das Level nicht gekommen? Und den Kristall, den haben wir das letzte Mal liegen lassen, weil ich blöd bin. Weil ich einfach nur sau blöd bin. So, jetzt können wir da drüben an den Kristall, den holen wir dann nachher. Jetzt machen wir erstmal das Zeug da oben. Na. Oh, langsam wird's eng. War sehr. Scheiße, das war voll knapp. Mist. Sorry. Das war ein bisschen zu viel Risiko dabei jetzt.
Tut mir leid. Das war ein bisschen zu viel Risiko. Naja. Naja. Hab's ja gleich wieder. I'm very sorry. So, da war ich halt wieder ein bisschen ungeduldig. So. So. So, jetzt machen wir erst die blöde Schildkröte weg. Dann haben wir das ganze Problem, nämlich von gerade eben. Oh Gott! Schnell den Kristall holen. Nein! Nein! Ich muss den Kristall anders holen. Ich hoffe, ich komme da von oben nochmal hin. Sollte aber drin sein. Ich hoffe, ich komme da von oben nochmal hin. Halt! Crystal. Nee. Aber Energie. Das ist ungefähr genauso gut. Nochmal Energie. Die brauchen wir ja auch. Für hier oben. So, und jetzt. Kristall! Ja, den kann ich holen. Sehr schön. Sehr schön, und dann haben wir die 5000 Punkte. Super. Passt. Passt. Mit Umwegen. Aber es passt. Und das ist, wie gesagt, wirklich ein Level. Oh Gott. Wo man mit voller Energie rausgehen kann. Problemlos. Besser als jedes andere im Prinzip. Sehr schön. Und es geht schnell. Wenn man nicht die Punkte holt. Weil ich, wenn ich nicht die Punkte hole, muss ich nur nach hinten laufen, den Damm aufmachen und das war's. Super. So, jetzt haben wir noch Aquatank und Aquaway. Aquatank ist kein Problem. Da hatten wir alles. Wir haben nur den Gegner verpasst. Weil wir blöd waren. Und nicht damit gerechnet haben, dass das Spiel gemein ist. Und Aquaway müssen wir gucken. Ja, so sieht's aus. Achso, Save State. So, kann ich mich auch nur ranhängen und dann wieder hoch? Ja, okay. Kann ich nicht. Also kann ich... Oh! Komme ich von hier wieder zurück gleich? Das wäre ja praktisch. Ach, super. Muss ich nicht außen rumlaufen. Ha. Wie praktisch. Wie praktisch. So. Hier ist nichts mehr. Gut. Dann einmal nach oben, bitte. Einmal sterben, bitte. Halt, hier müssen wir später hin. Ich glaube, erst ging es hier lang, ne? Ja. Genau. Jetzt hier nach Möglichkeit die Kristalle auch diesmal einsammeln, ohne runterzufallen. Das wäre auch ganz toll. Und jetzt können wir hier hoch. Prima. Und dann können wir hier rüber. Jetzt haben wir es sogar schon gleich. Ich darf nur den Gegner da oben wieder nicht verpassen. Ich darf nicht den blauen Wassertank angreifen vorher, frühzeitig. Da oben die zwei Gegner sind es noch. Nicht den Wassertank angreifen. So, und das Viech noch, bevor ich den Wassertank angreife. Oh, ich dachte gerade schon. Die Bombe hat zum Glück beides erwischt. Zum Glück hat die Bombe beides erwischt. Na schön, so. Dann fehlt dir nur noch Aquaway. Prima. Safe State und los. Also wir müssen einmal in das Viech rein und wir müssen das Viech einmal kaputt machen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich hoffe ja. So. Denn hier drinnen kommen diese ganzen Blubberbläschen. Und die geben schon mal ganz viele Punkte, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja. Und wenn wir die Blubberbläschen auslassen, dann ist das blöd. Solange ich hier schieße und noch Punkte bekomme. Das ist gerade nicht der Fall. Da ist wieder eine Blubberblase. Ich habe sie nicht erwischt. Yes. Solange die Punkte geben, solange muss ich hier bleiben. Kann ich die nächste Blubberblase aktivieren, bitte? Kommt da noch überhaupt noch eine? Ich glaube, hier kommt jetzt wirklich keine mehr, oder? Kann ich dagegen fahren? Nope. Oh, ich kann die Lunge zerstören. Das waren die Punkte, die gefehlt haben. Lunge, das Zäpfchen da halt. Die Lunge. Mhm. Wie heißt das Ding? Ich weiß es gerade nicht. Zäpfchen, so. Das Ding heißt jetzt Zäpfchen. Das Ding kann ich zerstören. Das sind die Punkte, die gefehlt haben. Scheiße. Okay. Denn ich glaube, die habe ich nicht zerstört. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals gemacht habe. Von daher. So. Noch eine Lunge kam aber... Ach, Lunge ist auch schon. Weil das so groß ist und es aussieht wie eine Lunge von der... Naja, was heißt aussieht? Das ist auch ein totaler Bullshit. Igitt, nicht mich treffen. Ich habe nur noch ein Herz. Das ist nicht so gut. Das ist ein bisschen ungeil. Bisschen. Okay. Super! Hat das funktioniert. Ganz toll. Vielleicht sollten wir uns erstmal um Energie kümmern, bevor wir hier... Oh ja, super! Okay, friss mich. Danke. Ja, vielleicht sollten wir uns erstmal um Energie kümmern. Bevor ich hier... das nochmal probiere. Aber wenn ich jetzt nicht, wenn ich es jetzt schaffe, dann ist ja gut. Ansonsten hole ich mir Energie, wo ich gerade eben schon war. Wo wir gerade festgestellt haben, dass man da recht gut Energie bekommt. Ach, das, dieses Zäpfchen geht also kaputt. Das ist natürlich neu gewesen. So. Blöd, dass man hier drin keine Energie kriegt. Die Dinger dürfen nicht zu nahe kommen. Wenn die zu nahe kommen, dann reiße ich mich mit meiner eigenen Explosion ja auch mit. Was ein bisschen ungeil ist. Okay. Nein. Nein! Fuck! Okay, wir holen uns Energie. Sorry. Und zwar da, wo wir gerade gesagt haben. Denn das ist echt praktisch hoch. Jetzt kann ich noch kurz unter Beweis stellen, dass es wirklich schnell geht. Sollte ich von hier treffen können. Yeah. Na gut, ich treffe es von hier aus nicht. Na gut. Flop. Gut. Full Energy. Hm.
Was ein Stress, what ein Stress. Okay. So, letztes Mal. Aquaway, Safe State, go. Ja, komm, können wir auch jetzt setzen den Safe State, so. Friss mich. Ausweichen. Okay. Drauf, immer drauf, immer drauf, immer drauf, immer drauf auf die... Ich komme nicht auf den Namen. Ich komme absolut nicht auf den Namen. Mein Gott. So. So. Zack. Ich kann nur so viel sagen, es ist definitiv nicht die Lunge. Das war Bullshit. Nein! Geh weg. Nein! Bleib hier! So. Prima. Und ja, weg. Wupp! Da war eine Explosion ein bisschen zu nah. Und den nehmen wir auch noch mit. Und den hier an der Seite, auch den verpassen wir nicht. Ich weiß, dass du da bist, oder? Ja, siehst du? Blödes Mistvieh. Komm hier rüber jetzt. Danke. Den hätte ich jetzt wieder fast verpasst. Ist hier auch noch einer? Nein, okay. Jetzt sollten wir hier wirklich alles haben, hoffe ich mal. Ich hoffe es mal stark. Ach ja, ich bin ja... Oh. Ich vergaß, da kommt mir am Ende raus. Was im Prinzip auch absoluter Bullshit ist. Ganz ehrlich. Weil es ist ja nicht mal eine Abkürzung, wenn man die Punkte machen will. Und die mal, will man ja im Normalfall nur mal machen. Allerdings kann man so die Dinger hier ganz gut zerstören. Insofern, why not? So, jetzt müsste irgendwann der Fisch auch wieder kommen. Denn da müssen wir ja auch noch die Punkte kriegen vom Zerstören. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich wusste, dass an der Decke wieder einer ist, den ich verpasst habe. Da ist der Fisch. Na komm her. Zurück, 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 zurück. Danke. So, sind wir am Anfang? Ich glaube ja, ne? Ja, okay. Dann ist nochmal schön vorsichtig, nichts verpassen. Schön alles einsammeln und dann sind wir mit der Stage auch durch. Nee.
So. So, ich weiß, dass einerseits hier der Kristall noch ist. Ach. Geh halt erstmal du weg. Geh halt jetzt erstmal du da oben weg. Danke. Und ich habe, glaube ich, da ein Viech ausgelassen. Oder? Nö? Na gut, lieber einmal nachgeschaut. Oh. Oh, sehr schön. Okay, ich glaube, 10.000 Punkte müssten passen. Da muss doch was fehlen. Irgendwo muss doch Kristall sein. Das gibt's jetzt nicht. 9.950, leck mich doch am Arsch. Wo habe ich denn jetzt wieder was ausgelassen? Sag nicht, ich habe im Fisch was ausgelassen. Ich dreh durch. Och nö. Das gibt's doch jetzt nicht. Wo habe ich denn jetzt was ausgelassen? Ist doch nichts mehr. Hier ist doch nichts mehr. Das Spiel hasst mich immer noch. Das gibt's doch nicht. Oh! 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 Das Spiel liebt mich. Okay. Gut, dann haben wir Planet 3 auch abgeschlossen. Ich dachte, es sind 10.000 Punkte. Dann ist ja alles gut. So, dann fehlt auch nur noch... immer noch das erste Level in Planet 2. Wo uns auf ominöse Art und Weise immer 50 Punkte fehlen. Hm. Ich verstehe nicht, wo die sind. Ich verstehe es nicht. Hinter den Bäumen ist nix. Ja. Die Dinge habe ich doch auch immer alle eingesammelt. Naja, vielleicht finden wir ja jetzt alles. Schauen wir mal. Wenn ich irgendwo einen Kristall auf jeden Fall sehe, der ominös ist, den man vielleicht noch nicht eingesammelt hat, dann wäre das cool. Wo könnte ein versteckter Kristall sein? Ein einziger Kristall, der hier irgendwo versteckt ist. Nee, keine Ahnung. Ich weiß es ja nur mal nicht. Das ist halt echt dumm.
hinten ist noch ein Kristall. Ich sehe den schon, aber den hatte ich mit Sicherheit auch. Feck. Feck. Nee. Da ist ein komischer Riss, aber... Das kann alles nicht das sein, was ich denke. Oh, den haben wir auch wieder. Hier hinten war ja auch nichts. Wäre ja auch gemein, aber... Die Kiste da haben wir auch kaputt gemacht. Das haben wir dann auch eingesammelt. Das sind ja alles 50 Punkte. Der Kristall ist auch 50 Punkte. Flop. Die können auch nicht mehr fehlen. Und hier auch nicht. Alles eingesammelt. Ich habe manchmal einfach das Gefühl, das Spiel zählt irgendwas nicht, wofür ich eigentlich hätte Punkte bekommen sollen. Weiß nicht. Kommt mir manchmal so vor. Komm, geh wieder auf. Danke. So. Und abermals haben wir alles. Hier vorne. Mehr kann man hier nicht einsammeln. Verdammt. Es ist einfach so. Ich habe hier alles eingesammelt. Mann. So. Zum 3000. Mal öffnen wir diese scheiß Blume. Ach, Gott sei Dank auf Anhieb. Immerhin etwas. Kristall, Kristall, Kristall. Wenn jetzt wieder 50 fehlen, ich krieg so den Ausraster. Zack. Kann man den Pilz vielleicht kaputt machen? Mal den Pilz vielleicht kaputt machen. Nö. So, 5600. Ein paar Gegner waren hinten noch, so viel ich weiß. Hier ist ja auch nichts mehr anderes. Genau, hier war noch ein Gegner. 1700. Wenn jetzt wieder nur noch ein Gegner da ist, dann... Da ist ein Gegner. Und hier noch ein Kristall? Nein! 1950. Könnt doch nicht einen einzigen Kristall verstecken. Das ist doch Quatsch. Das muss doch einfach ganz normal ein zusammelbarer Kristall sein. Wo? Wo, verdammt? Wo sind die letzten 50 Punkte dieser scheiß Stage? Nichts! Da
ist... Da ist nichts. Das ist echt unglaublich. Und man weiß halt gerade in dieser blöden Stage nicht, ist es in der ersten Phase, wo es fehlt, oder in der zweiten. Irgendwie ist der Pilz echt ominös. Oh. Yes! Ich hab's kaputt gemacht! Scheiße. Wir sehen uns gleich wieder. Ich guck nach, ob ich was rausfinde. Ob da vielleicht irgendwie echt ein total böser Kristall ist, den keiner sieht. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Es ist wirklich so, dass es hier 50 Punkte gibt, die kaum jemand findet. Ich zeige sie euch gleich. Ich mache es den Anfang. Ich habe mir gerade mehrere Let's Plays angeschaut. Und jeder verpasst die 50. Und dann hat der eine gemeint, hat dann im nächsten Part hat er dann plötzlich 5 Punkte dort gehabt und hat dann eben erzählt, warum. Es gibt beim See, das erzähle ich jetzt auch, es gibt beim See noch ein Flammensymbol, da muss man wohl auf eine ganz kleine Insel springen. Und das ist eben auch noch in diesem Abschnitt, noch bevor es Winter wird. Lass doch zum Kotzen. Ganz im Ernst. Na komm. Ich hoffe nur, jetzt verpasse ich hier vorne nichts. Das wäre dumm. Also nicht auf dem See, hier ist ja offensichtlich, dass es nichts gibt. So, ich gehe nochmal. Zur Sicherheit gehe ich nochmal kurz hier hin, nicht, dass hier ein Gegner ist. Hier ist kein Gegner mehr. Okay. 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 Stirb. Oder auch nicht. Danke. Flomp. So, auf dem See? Ah. Das da. Das da. Da kommt man dann im Winter hin. Nein, oh mein Gott. Ja. Diese 50 Punkte habe ich nie eingesammelt. Leck mich doch am Arsch. Die hat man einfach immer übersehen. Aber ich war zum Glück nicht der Einzige. Das ist doch echt dämlich, ist das doch einfach. So. Gut. Dann machen wir halt den Rest jetzt wieder. Bis da oben eine 6000 steht. Und dann haben wir alles gemacht, was man hier machen kann. Dann haben wir 100% des Spiels. Huch. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, ob da noch was passiert oder ob man es dann einfach hat. Ich weiß es einfach nicht. Ich dachte, es kommt noch was, aber so langsam glaube ich nicht mehr daran. Wobei ich mir dann natürlich schon die Frage stelle, wofür zum Geier diese Orbs waren, wenn gar nichts mehr kommt. So überhaupt nichts mehr. Danke. So, jetzt machen wir hier wieder die ganzen Gegner platt. Kein Thema. Zack. Okay, das war hier vorne alles.
Den treffe ich so nicht. Dann mache ich das halt so. Oder so. Den so. Geht alles. So, dann haben wir hier nichts mehr. Da haben wir noch gleich einen. Genau. Und noch einer? Nein. Und das da hier ist die böse Insel, auf der das Feuersymbol war. Und das ist halt im Winter dann nicht mehr da. Was auch dumm ist. Man kann hier ganz normal hin. Das Feuersymbol könnte einfach noch da sein. Aber nein. Natürlich nicht. Warum auch? Das wäre ja nett. Oh ja, ich sehe es. Ich sehe es. Ich kann rechnen. Und ein Gegner ist noch da. 6000 Punkte, leck mich am Arsch. You did it. Das letzte Mal hast du es getittet. Und wir haben auf jedem Planeten Gold. Aha, es passiert was. Gut. Dann haben wir ja noch Stoff für den nächsten Part. Gothic. Danke fürs Zuschauen und tschüss.